Tim, ich habe dich gerade eingeladen. Okay, also ihr Lieben. Hallo. Ich darf mal vorstellen, das ist Tim. Und Tim ist dieses Jahr mit Olli und mir in der Vorrunde. Yes. Also, ein neuer Ninja. Wir sind gespannt. Was geht ab, Freunde? Er ist anscheinend fleißig am Trainieren bei Aline und Benny. Also kann es nur gut laufen. Also no pressure, aber let's go. Genau. Und Tim geht schon mal Richtung Pool, dass ihr seht, wo die Jungs gleich reinspringen werden. Genau. Was geht ab bei euch? Ja, ey, das sind jetzt ich auch bin meine Follower gerade. Ich bin am Pool. Die Leute, ihr seht, mit denen bin ich auch dieses Jahr bei Ninja Warrior mit dabei. Und wir haben uns heute so eine dumme Challenge gemacht. Wenn wir 15.000 Live-Zuschauer gleich sind, dann springen wir gleich alle da hinten nackt in den Pool. Da hinten ist ein Pool und da streamen wir einfach live dann. Gucken, was passiert. Da, da ist er, den Pool. Ich sehe den Pool. Da ist er. So, also wir sind jetzt momentan bei 1600 Zuschauern. Und Job, warte, schon so viele sind. Aline, komm mal. So, komm, die sind alle hier beschäftigt. Ich beantworte mal Fragen noch zwischendrin. Steffis Händen geht ja wieder gut. Ist jetzt schon ein bisschen her, aber sie hat heute trainiert, auch schon wieder ein Flapper dran. Und ja, was geht sonst noch? Sladi ist der Sieger der Herzen, auf jeden Fall. Aber auch einfach Luke hat es einfach. War einfach sein Abend und das war einfach mega. So, also. Leute, wir haben eine kleine Neuerung für euch. Die Jungs. Also, wir brauchen halt 15.000 Likes, aber ich glaube, es ist hoch gepokert, oder nicht? 15.000, mal ehrlich, 15.000 Live-Zuschauer. Ja, wenn 10.000 Live-Zuschauer hier in diesem Live sind, das heißt, schickt es, Leute, schickt es an alle eure. Nein, komm, stopp, Leute, ich mache eine Ansage. Was geht ab, Olli? 5.000. Bloody. 5.000 ist die Ansage. 5.000, egal ob ich mache auch alleine. 5.000. Ich spring nackt rein. Olli, Benny und Tim springen hier im Instagram Live nackt in den Pool. Okay, wie gesagt, Leute, die 15.000 waren ein bisschen übertrieben. 5.000, ich bin dabei. Benny ist auch dabei. Ja, okay, komm, machen. Ich bin auch bei 5 dabei. Ist okay. Ist doch lustig. Ist doch lustig. 3.000 ist zu wenig. Ja, 2.000 ist zu wenig. Nein, wir bleiben bei 5. Ich würde mal sagen, die Jungs sollen doch mal schon mal. Hat noch wer Alk? Ja, gute Frage. Schau mal, Benny, ich gucke gerade, wie kalt. Oder was sagen die dazu? Seid ihr dafür, dass die Jungs mal. Wir müssen mal die Scheinwerfer anmachen, Benny. Ja, Scheinwerfer. Ja, mache ich jetzt an. Also. Olli hat am meisten getrunken. Nein. Ja, weiß ich nicht. Ich bin immer zu den falschen Parts eingeladen. Da hinten stehen die anderen. Leute, nochmal. Das Wasser. Ach, easy going. Das hat. Man sieht es nicht. 5.000 Zuschauer. Sladdy, Tim, Benny und Olli springen nach. Ja, 20 Grad. Nein, komm, da springe ich so. 2.100. Das sagt mein Papa. Okay, warte. Leute, guck mal, wir bewegen uns jetzt. Wir müssen mal ernsthaft reden jetzt. Wir bewegen uns jetzt hier in einem Dreh von 1.500, ja? Kommen wir auf 2.000. 2.000. Ihr seid solche Geier. Boah, das ist schon hart. Für bei 2.000 springt Olli erstmal als alleine nackt in den Pool. Für 2.000 springe ich rein. 2.000 gibt's shirtlos. Ja. Oh, so vor allem so Licht hier, es ist so dunkel. Dieser mal ein bisschen. Und links sind wir. Nee, wie tief? 1.000. 2.000, würde ich sagen. Springt man einfach so rein. Ja. Oder? Ja, easy. Nein. Mir ist alles egal. Mir ist alles egal. Grüß mal Steffi. Steffi, ich grüße dich. Ich grüße euch. Ah, ja, das ist ja schlimmer als eBay Kleinanzeigen. Ja, hier wird gehandelt bei uns. Ja, ja. Aber man muss wieder mal eine Blase. Machen. Aber wisst ihr, was das Highlight war? Ich lege 5 Euro drauf, schreibt da jemand rein. Das war Steffis Bruder. Das Geile war, ich hatte ja auf beiden Händen übelste Blutblasen. Bild folgt noch. Auf jeden Fall. Olli musste mir für die nächsten Tage einfach meine Haare machen. Ich konnte es nicht mehr machen. Meine Hände waren einfach tot. Boah, was kenne ich? Das kenne ich auch. Wenn die Haare, wenn das so, wenn man die Hände so richtig aufpasst, ich habe auch noch hier kaputten Finger hier. Und ich kann mir selber meine Haare machen. Tut einfach alles weh. 5 Minuten. Was ist mit 5 Minuten?
DJ nächste Staffel dabei? Ja, ich bin nächste Staffel dabei. DJ ist in der nächsten Staffel dabei. Mit denen bin ich in der Vorrunde. Dann gehe ich. Oh ja. Dann kann ich auch so lange dazugehen. Vielleicht ja, komm noch dazu. Mehr. Genau. Also, so, Leute. Guck mal, wir müssen mal jetzt hier mal fragen. Haut mal Fragen rein. Habt ihr Fragen zum Finale hier? Wir müssen das auch mal ein bisschen seriös machen, nicht nur Scheiße. Habt ihr Fragen zum Finale? Haut sie jetzt rein. Steffi ist da. Aline ist da. Sluddy ist da. Benny ist da. Tim ist da. Ich bin TJ und ich bin auch dabei. Ich bin Olli, ich bin auch dabei. Und ich bin der Uwe. So. Ja, natürlich darfst du fragen. Also, wir drei, die jetzt gerade da zusammen online sind, wir sind alle am 17. Juni in der Vorrunde. Ja. Die Ausstellung dauert aber noch eine Weile. Ja, die Ausstellung wird dann im Herbst irgendwann sein. Ja, die Ausstellung wird dann irgendwann am Arsch so echt lange weit weg sein, so noch. Ja. Aber naja. War Steffi beim Finale schon eine Edelmann? Tatsächlich war sie beim Finale noch keine Edelmann, bei der Ausstrahlung aber definitiv schon. Ja. Das bin ich. Bitte? Genau. Ich komme mal rüber. Und das andere ist noch, oh, ich habe ganz viele Anfragen. Ich warte aber auf die Anfrage von Aline. Oh, der geht ins Hindernis jetzt rein. Was? Guck mal, der geht jetzt ins Hindernis rein. Leute, ihr macht Parcours. Warte, ich muss hier mal. Okay. Da ist er. Benny Siegmund springt mit Klamotten ins Hindernis rein. Mal gucken, was passiert. Ja. Oh! Stark. Ja, aber das geht besser. Du bist dran. Ich bin dran. So. Hallo, Aline. Wir sind zu nah beieinander. Das ist Pump. Oh ja, warte. Ich muss mich ein bisschen beeilen, Leute. Ich warte so lange, bis Sladi dabei ist. Let's go. Let's go. Let's go, Olli. Let's go, Olli. Nicht darauf reden, nicht darauf. Wir sind hier im Garten. Oh, der Olli, der wird jetzt schon über den Bring Weg gehen. Ich glaube, es ist ein bisschen chaotisch. Drei, zwei, ich wiederhole eins. Noch jetzt einmal. Springen, Olli, springen. Bei 5.000 Euro. Springt komm, Olli. Ach, da kommst du locker hin. Ich bin noch auf der Rad gesprungen. Ohne Klamotten. Ey, sag mal, Olli, Sharik zahlt Ihnen ein Moskau Mule Megabyte. Stark. Ich dachte, irgendwer bringt sich mal auf den Fuß. Gott, so, ich mach den Slider. Okay. Olli, was machst du? Den Slider. Benni macht jetzt den Slider, Leute. Der Slider, der startet da hinten. Hello. Ich habe übrigens keinen Sonnenbrand, das täuscht nur. Oh, da kommen so viele Fragen rein. Wir müssen mal die Fragen beantworten, Leute. Okay. Ist die Aufzeichnung, was steht da? Das ist ganz schön kompliziert, wenn hier so viele Menschen drin sind. Und jetzt ich? Boah, ich falle in den Pool rein, das ist das Problem. Ich sollte heute keinen... Okay, Leute. Benni macht jetzt den Slider hier. Benni. Ich glaube, hier mal wieder zum Live raus. Freunde, geht zu Steffi oder Aline oder Olli, wenn ihr live, wenn ihr live weitersehen wollt, ich gehe aus dem Live raus, weil es ist bei uns gerade am Sitz. Yes! Die haben wirklich einen Slider gerade gemacht. Also Leute, ich gehe mich mal umziehen, ich gehe mal kurz laden mein Handy. Ich Ali, mach und wir sehen uns, geht zu Steffi und so, falls ihr live seid. Okay, das wollte ich auch machen, Leute. Hey Leute, ich, muss mal mein Handy ganz kurz ich bin jetzt mal 5 Minuten für euch da für ein paar Fragen, bevor ich auch schwimmen gehen muss. So. Haut Fragen raus. Ja, scheiße. Bin ich hier drin. Oh, ich habe aber keine Schuhe an. Ist egal. Ich bin hier, weil ich nackte Leute sehen wollte. Ja, ich bin auch hier. Ich lauf mal kurz auf zu den anderen rüber. Wie viel Alkohol hattet ihr schon? Wir haben tatsächlich heute relativ wenig getrunken. Also ich glaube, wenn wir ein paar trinken, dann wird das noch ein wenig lustiger und chaotischer. So, Baby, ab geht's. Ja, na klar, lass ich auf welchem stehen. Account wir die Zuschauer zählen? Ich glaube, das ist so eine Gesamt... Hier, Tim, wie sieht's aus? Du bist. Aline ist am 15.06. und Aline, Olli, 15.16. Ich bin am 16.06. Man sieht jetzt gar nichts. Wir müssen ein bisschen Abstand halten. Auf geht's, DJ. Zieh dir den Slider. Komm, Bro. Slidy, du musst rüber in die Ecke gehen. Riesendank an das Lob und die Komplimente. Ja, mach den. Es lief einfach großartig.
Ihr seid alle super. Also guck mal, jetzt, wir haben vorhin 15.000 angesagt, es werden immer weniger. Also bei 2.000 springen wir nach. Ob ich enttäuscht war, ein zweiter Platz ist tatsächlich auch nicht so schlecht. Und ja, der Tag war so krass turbulent. Und schrei mal nicht so. Hä? Ich schrei doch gar nicht. Geh mal dahin in die Ecke. War tatsächlich sogar noch chaotischer, als es letztlich im Fernsehen gezeigt wurde. Also zum Beispiel der zweite Run lief ein bisschen anders ab. Und vor dem Hintergrund dieser ganzen Ereignisse war ich am Ende einfach riesig froh über die Himmelsleiter. Auf TJ. Auch der Power Tower Run lief super. Bis auf diesen komischen Übergang. Und Luke hat einfach an dem Tag megamäßig performt und hat einfach den Sieg verdient. Muss man, kann man und sage ich auch gerne so. Und okay, Steffi ist schon. Steffi performt hier schon. Wie lange dauert so ein Drehtag wirklich? Der dauert so 8 bis 12 Stunden. Also die Rennen, die man heute gesehen hat, das waren, glaube ich, so 6 Läufe. Kannst du mal das Licht anmachen? Steffi. Schatz, kannst du. Benni, mach mal das Licht an. Oh, Benni ist auch. Diese ganzen Läufe gegenüber so 8-9 Stunden. Okay, die ersten wollen jetzt in den Pool springen, Leute. Die Leute fragen, ob wir nur über ein Handy live gehen können. Okay, ich bin raus. Okay, dann gehe ich auch raus. Benni, Action. Stark. Hier Boxershorts rum, ey. Was für ein Arsch. Der Benni hat schon richtig Bock. Also Leute, bitte zieht euch auch aus, weil wenn ich reinspringe, ich bleib dann drinnen. So. Von Benni ein Vorgeschmack für Staffel 7. Du kriegst 50 Euro, wenn du Staffel 7 nur antrittst. Let's go, Benni! Ich weiß auch gar nicht, ob man hier... Ah ja, meine Kameraführung ist nicht die beste. Warte, warte! Come on, Benni! Nein, du kannst springen! Spring da ran! Spring da ran! Ali, come on! Auf geht's! Auf geht's! Yes! Come on, Benni! Und wieder zurück! Gib Gas! Wohin zurück? Weiß ich nicht! No! So geil. Volles Commitment. Alles oder nichts. Boah, ich mag nicht. Es ist kalt. Ist es kalt? Nee, kalt. Aber mir ist kalt. Oliver? Oliver? Komm. Steffi und Olli geben jetzt auch Gas. Let's go, Steffi! Ich lese mal gerade hier wieder ein paar Fragen. Geh mal auf die andere Seite. Das ist doch nicht kalt, Olli. Es ist so kalt. Olli, es ist so kalt. Ich habe das Handy in der Hand, Sladdy. Ich weiß nicht, ob man mich erkennt. Einfach an die zwei Kugeln. Ja, genau. Das Wasser hat so 12 Grad, schätze ich. Zeig nochmal, Steffi, wie kalt ist das Wasser? Also bei mir ist es noch kälter. Ich weiß nicht, du musst gucken mit dem Rad, ob das festgezogen ist. Bei ihr Gewicht. Aber wie, Mann? Dann fliegt sie hier rein, oder was? Wie viele Zuschauer haben wir denn gerade überhaupt höchstens? Tatsächlich 800. Schwach. Ja, schwach. Ihr müsst performen. Dreh doch die Kamera. Ach so, das ist eine gute Idee. Alter, ich hab jetzt Schiss. Aber es ja, geht ich schon. Ich glaube eigentlich, also... Halt sonst gut fest, das geht schon. Weg vom Kopf. Ja. Let's go. Achtung. Let's go, Steffi. Ja, easy. Oh mein Gott, kein Problem. Und jetzt? Und jetzt? So, jetzt an ins Grüne. Und dann machst du den Lachet an die zwei Kuchen. Komm, Steffi. Let's go, Steffi. Lass mal was krass. Geh dir was krass. Sorry für die Kameraführung. Ich hoffe, jetzt ist besser. Genau, und dann fang damit an zu filmen. Komm on, Steffi! Hast du gerade All-Stars gewonnen? Oder? Steffi zeigt gerade, sie ist aktuell nicht so ganz in Form. Aber zur Staffel 7 sieht das ganz anders aus. Okay, interessante Technik.
Also fühlst du sie dir normalerweise kannst nicht erlaubt. Kannst du meinen Arsch nicht in die Kamera halten? Ich will nicht ins Wasser. Hä, geh doch raus, geh doch auf Traverse. Über das Tau. Wer die Parcours-Vorstellungen läuft, das sind einfach da so Ninjas, Tester, die uns das alles zeigen. Die kennt man in der Regel nicht. Ja. Na gut, ich ziehe mir auch ein bisschen mal. Ich wusste nicht, aber das hier doch nicht nur dieser Abend. Also ich finde den cool. Wie jetzt? Es geht nicht mal unter. Krass. Das finde ich geil. Der Pool ist 4,50 Meter tief. Nee, komm doch. Nee, warum nicht? Olli hat Angst. Ich hab noch so ein Fucking Muskel. So, jetzt kommt Olli an die Reihe. So. Olli performt jetzt die Snapback-Line. Boah. Come on, Olli. Yes! Oh, nice! Aber jetzt keine Stange. Let's go, Olli! Nee. Wie geht denn die? Ich hab die noch nie gemacht. Dann. Schafft man die so? Ja, auf jeden Fall. Ja, das geht schon. Das geht. Übernimmst du kurz? Ja. So, Sladdy muss jetzt hier auch mal ran. Sladdy, zieh einfach die Hose aus. Ich hab auch eine Boxershorts an. Sladdy soll einfach. Daumen hoch, wenn Sladdy die Hose ausziehen soll. Daumen hoch, wenn Sladdy die Hose ausziehen soll. So Leute, Daumen hoch, wenn Sladdy einfach die Hose ausziehen soll. Sladdy, da kommen nur Daumen. Sieht man nicht. Man sieht's nicht. Sladdy, da kommen nur Daumen für dich gerade. Und nur von Frauen. Single Sladdy auf der Suche. Also, Sladdy, meldet euch. Sladdy, jetzt komm. Die wollen dich. Man muss sich rar machen. Boah, ich hab so... So, Leute. Komm jetzt so mit Sonnenbrand. Ist so eine wilde Kombi gerade. So, es ist alles hier leider ein bisschen dunkel. Aber Benny geht jetzt gerade nochmal rein. Der macht was. Sladdy, die wollen dich. Komm, Babe, geh du nochmal. Mach mal was. Mach mal was. Meine Hände sind offen. Komm mal, die Leute sind hier drin, die wollen was sehen. Ja, ich probiere es nicht. Ihr könnt auch immer noch Fragen hier reinposten. Ich antworte. Komm mal jetzt hier. Benny Siegmund in Boxershorts. Nass. Und Benny ist in Topform. Also, wow. So, ich glaube, Sladdy zieht es gerade aus. Oder? Wo sind wir gerade? Wir sind bei Aline und Benny im Ninja Garten. Das ist cool. Boah, ich weiß, meine Hände sind so offen. Wie kriegt man hin? Hier schreibt Olli, wie hat das geklappt mit dem Zopf? Also ich bin jetzt Profi-Zopfflechterer und ich kann alles. Nichts. Ich habe einen Staubsauger genommen, habe die Haare eingesaugt und habe dann den Haargummi drüber gezogen. War Bombe. Was machst du? Was tust du? Meine Hände sind voll weh, Alter. Wann habt ihr eure Gegner erfahren? Also im Finale wurden die tatsächlich am Anfang gelost. Leider wurde das nicht gezeigt. Als die Vorstellung war vor der ersten Runde im Finale wurde das gelost. Leider haben sie es nicht gezeigt. Das wäre sehr schade, weil wir hatten sehr coole Reaktionen. Hier schreibt, warum TJ nicht? Was? Snapback? Nein, also ja. Wie ist der Tag nach der Aufzeichnung? Oder direkt wieder neuer? Nee, der Tag nach der Aufzeichnung, beziehungsweise auch die Wochen nach der Aufzeichnung ist einfach mal chillen angesagt, zumindest bei Steffi und mir, aber ich glaube bei allen anderen auch einfach ein bisschen locker machen und dann geht's wieder ins Training. Alkoholismus. TJ, die wollen dich sehen hier. Ja, ich kann da gleich mal die normale Rope hier machen. Ja, jetzt komm, Action. Let's go. Aktionen. Das Finale war so spannend, ja, finde ich auch. Meine Hände werden einfach aufmachen. Was macht ihr?
Macht jetzt den Snapback gleichzeitig. Ja. Ah, da bin ich gespannt. Vor allem, wenn eine später loslässt, geht er ja nicht runter. Ja. Habe ich nicht gesagt, aber. Was ist euer Lieblingshindernis? Kamin? Ja. Flying Bar. Flying Bar? Ja. Das weiß ich nicht. Wie viel wiegen wir zusammen? 120? Habt ihr nicht mehr Licht beim Pool? Nee, sorry, haben kein Licht. Wir haben mehr Licht, aber die Nachbarn wollen. Hä, das hält. Ja? Wollen wir uns einmal dran hängen? Ach doch, komm, ich hol das Licht. Warte, Benni, hol das Licht. Warte, kann man uns auf die Taschen haben, so ein bisschen. Ja, aber das bringt. Wie viele Stunden Sport macht ihr so die Woche? Ich glaube, das ist hier von Person zu Person sehr unterschiedlich. Die einen mehr, die anderen weniger. Nee. Nee, das bringt gar nichts. Okay. Das Kabel ist zu kurz, Schatz. Olli, warum machst du nicht mit Steffi beim Turmspringen mit? Weil ich leider nicht angefragt wurde. Deshalb. Oh. Genau. Und außerdem wäre Olli viel zu gut. Hier schreibt jemand, wie viele Hosen hat Sladi an? Ja, Sladi ist schüchtern, Leute. Sladi ist schüchtern. Aber ich glaube, er kommt gerade. Nee. Nein? Er steckt sich immer noch hinter den Türen. Nee, an den Tisch einmal. Wo ist der? Alter, was ist mit dir? Zieh dich aus jetzt! Ich muss übrigens mal kurz an den Livestream hier sagen, ich kann mich nicht ausziehen. Ich bekomme Komplexe, wenn ich mich hier ausziehe. Ich kann mich nicht zwischen diesen Leuten ausziehen. Das ist ganz kritisch. Wollen wir einmal uns draufstellen, vielleicht von oben? Draufstellen? Ja, hier. Aber gleich. Um zu gucken, ob das hält. Die Sonnenbrille ist wirklich warm. Weil ich weiß, wir sind halt 120 Kilo. Also Leute, Sladi ist schüchtern. So, aber die Mädels, die testen gerade den Snapback aus. Die wollen den nämlich jetzt zusammen machen. Der Spanngurt ist ja da drum. Der Spanngurt hält das. Was ist mit dem Licht? Ja, ich bin dabei. Gleich, das Licht kommt, Leute. Ich habe einfach nur gerade Schmerzen. Meine Hände tut richtig weh. Guck mal, die Angelina schreibt, Sladi nicht schüchtern sein. Wir wollen den Sladi sehen. Hier nur Sladi. Okay, Sladi. Und was ist mit uns? Dann gehen wir halt wieder runter, Leute. Dann machen wir es halt, ne? Gibt's wieder ein Duell gegen die Amerikaner, Japaner? Der Länderwettkampf war damals cool. Lassen wir uns mal überraschen für Staffel 7. Vielleicht gibt's ja jetzt sowas wieder, weil Corona lässt es wahrscheinlich zu. Hoffentlich. So, auf geht's, Mädels. Ja, wir warten gerade noch aufs Licht und dann sind die Mädels am Start. Aber die wollen doch eh noch Sladi sehen, habe ich gehört. Ich will auch Sladi sehen. Wir wollen alle Sladi sehen. Hier, pass auf. Bei dem Lauf von Steffi und Aline, jetzt ist weg. Wo ist es? Bei dem Lauf von Steffi und Aline fand ich, dass Synchron-Ninja eine neue Disziplin werden sollte. Ja, deswegen probieren wir das jetzt auch gleich. Also bleibt dran, wir warten wirklich nur noch ganz kurz aufs Licht. Es gibt nur leichte technische Probleme, das ist beim Fernsehen ganz normal und alltäglich. Bei InstaLive auch. Deswegen, so schaut es hinter der Kulisse aus. Viel Vorbereitung. Viel technische Probleme. Okay, wir machen das dann und dann gehen wir links und rechts raus. Ne? Wann wurde aufgezeichnet? Das wurde Ende November, Anfang Dezember letzten Jahres aufgezeichnet. Also ist schon etwas her. Die Hände sind wieder heile von allen. Nein. Und ja, von damals schon. Nach heute sind wir nicht heile. Genau. Der Benni hat's geregelt. Achtung, jetzt kommt die Erleuchtung. Die Erleuchtung kommt. So, eine Lampe, die so hell ist jetzt nicht, ne? Aber dann muss ich wahrscheinlich auf die andere Seite gehen, weil sonst ist so Gegenlicht, ne? Ja, aber dann bist du zu weit weg. Nee, aber von da so? Ich geh mal darüber. So, Leute, ich glaube, Sladi will nicht. Der steht die ganze Zeit hier. Ich dabei, ich will auch. Auf geht's, Mädels, jetzt. Licht ist Bombe. Es ist hell. Ihr könnt starten. So, Leute. So, Leute, jetzt wird's hier hell.
Oh shit, jetzt müssen wir auch noch synchron sein. Warte, ich glaube, ich kurz an dir. Ja, voll. Okay. Und. Warte. Und jetzt. Eins. Und los. Spring trotzdem. Spring rüber! So, das war's jetzt für Steffi. Jetzt ist sie wieder am Arsch. Jetzt, jetzt lass dich fallen, komm. Hab ich Wasser? Ja. Holy moly. Hey! Das tut weh. Ich dachte, meiner tat weh. Hier schreibt jemand beide Mädels ins Wasser. Ja, warte. Ja, warte. Oh nein, es geht. Es geht. Ich hab so eine luftige Boxer da an, das ist das Problem. Also. Egal. Boah, es ist hell, Digga, von dir. Jetzt ist richtig hell. Ja, ich komm nochmal mit rein. Warte mal. Wir springen auf die Matte, okay? Nein, wir gehen erst. Alter. Voll rum. Was machen wir? Was machen wir? Einen Cocksprung. Ein Cocksprung? Lass uns drunter legen, wir machen mit den Cocksprung. Warte, soll ich probieren? Ich probiere meinen neu erlernten Sprung. Delfinsprung. Boah, da würde ich auch. Der Pool ist nicht so tief, ne? Ja, ich mach so einen halben Topflick. Okay. Leute, ich hoffe, es ist okay, aber ich bin ganz normal. Ah! Mach mal einen Bauchplatscher. Werden wir sehen. Stellen wir jetzt oder ich? Beide. Beide. Okay. Eins, zwei, go. Ich kann die Leute. Ich will auch sowas haben, geil. Tag hell, ey. Ja. Geil. Hier schreibt jemand, ein Cocksprung wäre schmerzhaft, denke ich. Ein Cocksprung. Mr. Edelmann. Was los? Sie waren auch noch nicht im Wasser. Ja, muss ich doch nicht. Mich will keiner sehen. Mach mal. Auf geht's, Olli. Mach mal was Schönes. Olli, mach mal was Schönes. Olli kann jetzt auch was Cooles machen. Premiere, warte mal, Steffi. Premiere, der TJ probiert jetzt das Snapback. Ich habe noch nie ein Snapback gemacht. Ich weiß nicht, wie das geht. Echtes Film. Auf geht's. Es hält auf jeden Fall schon mal zwei Mädels auf. So umfang? So umfang? Ja, natürlich. So ein Snapback. Nein, komm, lass ihn normal fangen. Nein, fang normal. Mach so. So, Leute, es ist spannend. Olli, du musst auch ins Wasser. Komm, häng dich mal dran und mach mal ein Salto. Da, Doppelsalto von der Stange ins Wasser. Olli, ab ins Wasser. Olli, geh für deine Liebste ins Pool. Ja. Siehst du den gut, Steffi, sonst geh mit rum. Antworte mal auf Fragen. Ich kann nicht gehen, mir ist so kalt gerade. Du musst auf die Frage antworten. Ich hol dir mal ein Handtuch. Ich denke. Sladi einfach reinwerfen. So Leute, der TJ. Die guckt alles raus, Digga. Der versucht mit seiner sehr luftigen Boxershort jetzt. Ich hab dein Ei gesehen, dein linkes. Das Snapback zu machen. So, hier das, die Eheleute Edelmann. Wollt ihr mal zusammen jetzt im Arm bitte in den Pool springen? Ja, komm. Nein, Olli darf alleine rein. Ich warte lieber auf die Fragen. Sladi kommt jetzt, der zieht sich eben um. So. Let's go, TJ. TJ, auf geht's. Ja, aber stopp, warte. Lass doch mal los und guck, wo die Stange ist. Ja, letztens haben wir angeschaut. Ja, krasses Finale. Krass von René. Okay. Ja. Komm, TJ, ich schaffe auf geht's. Let's go, TJ. Let's go, TJ. Den schaffst du. Come on. Häng dich rein, Bro. Auf geht's. Jawohl, geht's. Komm schon. Komm, TJ. Fang's richtig. Komm, TJ. Ja, hochspringen und fallen. Und nicht zu weit, sondern eher nach oben. Nicht zu weit nach vorne, nach oben. Oh, nicht gesprungen, der hält ihn. Nochmal, geh nochmal zurück, TJ. Mach den nochmal und spring den. Jawohl. Komm schon.
Komm schon, komm, mach es, TJ. Mach's einfach. Let's go! Jawohl! Vorsicht, die Stange dreht sich, Oh, der hält das! Maschine! Let's go! Yeah, stark! So, meine Damen und Herren, er ist eingetroffen. Der einzig wahre Sluddy. Sehr stark. Richtig, boah, die brennen so hart noch von jetzt. Es ist soweit. Erstmal ziehst du dein T-Shirt aus, Bro. Ja, ich kann mich hier nicht vor 1000 Leuten machen. Natürlich, sei doch nicht so schön. Guckt es euch an. Oh. Junge, ist das eine Maschine. So, guten Abend. ja, wozu hast du Bock? Was soll das Ladi machen, Leute? Sucht euch was aus über dem Pool. Alles. Muss ich einfach warten. Ich glaube nicht. Ey, Sladi, ich hab zwei Snapbacks gemacht, zu halb. Ach krass, ich hab's aber nicht gesehen. Zu halb. Muss ich wohl nochmal machen, oder? Ausziehen, ausziehen, die Leute rasten aus, Sladi, let's go. Das ist mir ganz leicht fein. So, Olli. Brauchst du was? Pass auf. An den blauen Teller. Pass auf, Olli. Von dem blauen Teller, neben dem grünen, Lasche rüber zu dem blauen Teller. Und dann, wenn du gut, dich gut fühlst, machst du noch ein Lasche quer an die Stange. Alter, mir tut alles weh. Ja, gestern noch, ne? So, Leute. Ich glaube, das krieg ich. Aber wir haben die Stäbe nicht, oder? Der blaue Teller, Lasche zu dem blauen Teller und von dem blauen Teller. Ja, erstmal locker auf, Ambro. Der ist nass oben. Ja, ist egal. Ich glaube, so ist das gedacht. Aber das ist ja keine Entfernung. Guck aber nicht, dass du nach hinten wegslippst. Das wäre nicht so gut. Alter, da kann man sich mal. Juhu! Los, zum blauen Teller, der andere ist gut. Easy going. Stark, Bro. So, und jetzt pass auf an den grünen, an das grüne Rohr hier. Come on. Switch-Grip aber, ne? Switch-Grip. Ali, Bro. Den machst du. Come on. Yes, da, Maschine. Maschine. Und jetzt an die. Stark. So, Sladi, einmal an die Birdhäuser bitte. Bisschen Warm-up. Sind das die Reifen oder sind das die Kugeln? Bitte? Nee, mach die Kugeln. Eigentlich Stecker, aber die sind eben nass geworden. Dankeschön. Geh an die Kugeln, Buddy. Aber winken nicht vergessen, Sladi. Stark. Und einmal winken für den Ronny. Ronny, grüß dich. Kannst du jetzt bitte Block machen? Ja, der macht sich schön warm. Ah, ja, da ist der Typ ist eine Maschine. Gerade noch an der Himmelsleiter und schon ist der hier am Hangeln. Ja, nochmal schön. Guckt euch den Adonis-Körper an. Junge, der ist einfach wie gemalt, der Bro. Hey, jetzt an die grüne. An die grüne Rolle. Ja, darüber. Nee, doch, das geht. Nein, du bist fit. Wir waren gestern auf dem Wettkampf, der war. Ja, guter Rücken, würde ich sagen. Läuft alles bei dem Sally. So, wen wollt ihr noch? Personal Training. So, wen wollt ihr noch im Wasser sehen? Oliver gerade, TJ, die Ladies. Hä, eigentlich waren schon alle da. Ich hab nur geschafft halt. Ja, das war es. Das war es. Easy Warm-up. Keine Frage. Snapback einmal. Guck mal, wollt ihr mal. Egal. Aua. Zeig nochmal kurz in die Kamera. Das sind die Spuren gestern vom Training. Vom Wettkampf, sorry. Von was? Von dem Wettkampf gestern. Boxsack, und das sind meine Hautrisse. Boxsack, die Hautrisse. Ja. Wer kennt es nicht? Die Schwangerschaft sehen uns. Hallo. Komm, ich mach nicht mal weiter. Du hast zu viel gemacht. So, Leute. Also, Sladi muss ins Wasser und DJ muss ins Wasser. Oh, da gibt's schon wieder Love Story. Immer Love Story, Leute. Ninja ist aber da muss ich euch was versuchen, wo ich reinfalle, oder? Ja, komm, mach was. Gar nicht hier. Aline, was benutzt du für einen Eyeliner? Sitzt Bombe. Gar keine.
Gar kein. Eyeliner. Was ist Eyeliner? Und dann eine Linie drüber ziehen. Da sind ja immer noch 700 Leute. Hey. Scheint gar nicht so ununterhaltsam. Ist das ein Knutschfleck bei Sladi? Ja. Ja. Ja, in der Achse. Okay, Leute. Guck mal, ihr steht da so genau im Licht, man sieht euch nicht. Das ist kacke. Dann zeige ich halt mich, aber mich will keiner sehen. Nein. Ich bin raus jetzt. Happy, happy wife, happy life. Geile Arschpumpe von allen. Arsch was? Arschbombe. Einfach alle zusammen einmal ins Wasser. Ab von irgendeinem Hindernis. Wir müssen alle, ja. Irgendwo draufklären, lass jetzt loslassen. Okay, irgendwo dranhängen. Irgendwo dran und loslassen. Okay. Weil ich stehe nochmal so. Warte. Ja, muss ja mit. Alle zusammen. Ja, ich stelle mein Handy irgendwo hin. Das heißt, der ich stehe so. Okay. So, Leute. Vorbereitung. Geh mal weg da. So sind wir alle drauf, oder? Und der ganze Pool. Von wo bis wo? Ja, der, alles ist drauf. Sieht man alle? Ja. Jeder warte. Irgendwo hin und alle rein. Nein, Benni, also doch, Benni, man sieht nicht. Doch, ja, Bombe. So, Leute, alle zusammen, ab ins Wasser und dann ist Feierabend hier. Ja, aber von irgendwo gleichzeitig reinfallen lassen. Kuss für die Kamera, Olli. Kuss, Kuss auf die Nuss. Mua. Küss dein Auge. Ich küss dein Auge, Brudi. Ja, wir müssen irgendwo dahin. Ja. Von hinten. Ja, ich komm von hinten. Ali, komm von hinten. Ich komm von hinten. Geil. Seid ihr bereit? Ja. DJ, hast du einen Sonnenbrand? Hast du bereit? Ach, gar kein Sonnenbrand. Ey, ich spring auf die Matte. Du willst hier einen Teller oder was? Okay, du springst da links. Ich spring auf die Matte. Komm, Leute. Kannst du die Matte sehen? Okay, seid ihr bereit? Na? No? Ich muss noch. Wo gehst du hin? Da. Oh. Okay, oh. Ach. Warte, wer macht das? Einfach geile Arschbombe. Okay. Wer zählt? Und ich zähle bis drei, ja? Okay. Eins, zwei, drei. Ninja Pool Party. So. Startet jetzt. Forststraße 7, Aachen. Wer Bock hat. Cool, dass ihr alle dabei gewesen seid. Hat sehr Bock gemacht. Schönen Abend. Tschüss, bye, Leute. Bye. Tschüss. Ab in die Sauna. Ab in die Sauna. Ja.